Und schon geht's weiter, diesmal alleine. Traurigerweise aber. Oh. Ein Glück haben wir so viele Hovercrafts. Das ist natürlich für viel vorteilhafter. Ich habe das natürlich alles vorausgeplant. Aber von meiner Schildtechnologie hat sie einfach. Was für eine Schildtechnologie? Du bist verwundbar. Huch. Wirklich erstaunlich. Sehen Sie sich Fathers Einheiten an. Die Schilde sind unten, die Steuerung deaktiviert. Mit dieser Waffe haben wir einen entscheidenden Vorteil im Kampf. Sie halten mich nicht auf, Professor. Ganz sicher. An alle Einheiten. Klassifizierungsupdate. Neue Bedrohungsstufe 1. Alle Feinde müssen vernichtet werden. Oh, wie? Nee, nein. Das hast du nicht. Kannst du da nicht tun. Bedeutet dir die Menschheit gar nichts. Sie haben dich programmiert. Genau. Und immer noch im Plus, so schön. Ja, könnte man so lassen, ja. Sieht hier oben denn auch relativ gut aus? Es sieht fabelhaft aus, ja. Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Ja gut, die kann ich ja erstmal ein bisschen so. Und ja. Danke. Sie sind für SAAT eine immense Hilfe. Tja, da kannst du mal... schon vorbei? Was? Wie? Nein. Noch nicht mal. Ich denke, das Ergebnis unseres Praxistests spricht für sich. Wenn das EMP Fathers Einheiten lahmlegen kann, sollte das auch bei ihm selbst funktionieren. Sie halten mich nicht auf, Professor. An alle Einheiten... Klassifizierungsupdate. Neue Bedrohungsstufe 1. Alle Feinde müssen vernichtet werden. Ich registriere den Start feindlicher Flugobjekte. Warnung. Alle Waffensysteme wurden aktiviert. Ich wiederhole, Waffensysteme wurden aktiviert. Da sieht man das Schiff antrollern. Tja. Oh, Karrierepunkte plus 300 von den Techs. Ja, das ist schön. Ja, ich sehe gerade, wir werden von Atomraketen angegriffen. Ist ja natürlich nicht weiter schlimm. Wir können ja mit unserem blitzschnellen Schiff einfach abreißen und die ganzen Bewohner im Stich lassen. Ist ja kein Problem. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich würde mal sagen, das war sozusagen der letzte Auftakt, glaube ich. Wir müssen mal gucken. Aber ich glaube, der letzte Auftakt zum Endfight sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt noch ein Part oder eine Mission dazu kommt. Oder ob schon die letzte sein wird, die dann kommen wird. Und an dieser Mission saßen wir 8 Stunden und 18 Minuten. Das ist... Weiß nicht, ist das gut? Ich würde mal ja sagen, dass... Ist schlecht. Ach, da war ich ja bei Anno 1404 schon weit voraus. Ja. Missionstyp Kampagne. Missionsname Triumph der Technologie. Schwierigkeitsgrad. Normales Spiel. Ja. Gut, gehen wir zur Missionsübersicht, dann sehen wir es ja, ob es der letzte Auftakt sein wird. Es sieht so aus. Also, das Karte. Neo-Zeitskriege. Oh nein, was verlegt denn da? Anscheinend. Oh, es geht wieder weiter. Na gut. Dann kann ich ja demnächst da weitermachen. Bei den Neo-Skulls. Ich dachte schon, es wäre für immer verloren, aber ein Glück kommt's wieder. Obwohl die eigentlich was Neues versprochen hatten. Ah. Ja, also nochmal. Die letzte Mission. Ja, sie erhalten das Oberkommando über die vereinten Streitkräfte und sollten damit Phase besiegen. Wird sicherlich kein Zucker stecken. Ich meine, die letzte Mission, entweder wird die total einfach, so dass jeder enttäuscht sein wird, oder sie wird so schwer, dass ich mir den Kopf zerbrechen werde und ihr mich auslachen werdet, oder was weiß ich auch noch. Jedenfalls,
das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich denke mal, die nächsten Tage wird's weitergehen. Hier hätten wir alles erledigt. Ach, die guten alten Zeiten, wo wir noch in den ersten Missionen waren, wo hier alles überschwemmt war auf der Insel. Ach, das war schön. Hier Core, wo erst die Bedrohung begann. Hier war noch alles friedlich, aber dann, ja, kam Herr Sommer und vernichtete alles. Nein, egal. Ja, hier hätten wir auch alles durch. Was ich nicht verstehe, hier sieht so südseemäßig aus auf dem Bild. Hier sieht's nach Abendsonne aus und hier nach totale Schreckensherrschaft. Und hier sieht's nach totalem Krieg aus, aber wie gesagt, das werden wir erst das nächste Mal behandeln. Und irgendwie muss ich ja hier diese Part in die Länge ziehen können, weil... nein, tja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, der letzten Mission 4. Wir werden es das nächste Mal erfahren und dann, ja, werden wir ja sehen, was auf uns zukommt. Das sind übrigens bekannte Inseln, ne? Die müsst ihr da kennen. Wer es nicht kennt, guckt nach im Atlas oder bei Google Earth, Maps, was weiß ich. Und ja, findet es. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.